Hallo. Ja, heute noch mal alleine. Die Elke steht im Stau, leider. Ja, was habe ich heute gemacht? Ich habe auf jeden Fall draußen die LED-Lichter rangemacht. Ich habe auch davon ein Video gemacht. Aber das dauert 12 Minuten und eigentlich sieht man mich nur von hinten. Es spricht keiner. Wenn ich das hochladen würde, würde ich denken, oder ihr würdet wahrscheinlich denken, ich wollte euch verarschen. Weil man sieht mich von hinten, man sieht mich hinter dem Rosenstrauch kurz. Und immer nur von hinten, bis ich die Dinger dran geklebt habe. Also das will ich euch nicht antun. Da ich ja weiß, dass die Elke die Videos abends in mein Bett guckt, wenn sie hochgeht, wollte ich euch mal eins sagen. Für mich ist die Elke das größte Glück, was ich je hatte. Das ist so. Die Elke ist und bleibt mein Leben. Ohne die Elke wäre ich gar nichts. Ich möchte das einfach nur mal sagen. Und ich wusste genau, wie ich die Elke getroffen habe. Ich hatte die ja Weiberfastnacht kennengelernt und dann haben wir ja telefoniert und so weiter. Da haben wir euch ja alles mal erzählt. Und ich wusste ganz genau, das is ist es. Ich hatte vorher viele Freundinnen. Okay, das weiß ich selber. Aber bei der wusste ich ganz genau, die möchte ich heiraten. Ist das nicht geil? Das war eine super, super schöne Zeit. Und jetzt überleg mal. Jetzt sind wir 2008, ja. 17 Jahre zusammen und die Zeit ist verflogen. Also ich war 39, wie ich die kennengelernt habe. 39 und werde jetzt im Juni am 17. 56. Leute, ist das nicht Wahnsinn? Geht das bei euch auch so, dass ihr auch so lange verheiratet seid oder dass die Zeit so gerast ist? Also ich denke, die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ganz komisch. Und dann war ich halt das erste Mal bei der Elke und dann habe ich mir gedacht, naja, nicht das erste Mal, da war ich glaube ich, da haben wir uns schon ein paar Mal getroffen und da sagt die zu mir, du kannst ja auch hier schlafen, wenn du willst, am Telefon. Ja, sag ich, alles klar. Dann habe ich meinen Rucksack gepackt, habe meinen Föhn da reingetan, meine Bürste, bin dahin gefahren und dann, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, auf jeden Fall. Sind wir dann nachher im Bett gegangen, also wollten wir ins Bett gehen, schlafen. Und dann gehe ich so ins Schlafzimmer, sagst du, nee, nee, nee. Sagst du, du schläfst auf der Couch. Ach, sag ich, Elke. Sag ich, wir sind erwachsene Leute. Sag ich kann mich doch beherrschen. Ich kann ruhig mit im Bett schlafen. Ich habe auch mit im Bett geschlafen. Ach, das war einfach wunderschön. Ich könnte so viele Storys davon erzählen, was wir alles gemacht haben. Und das erste Mal war ich bei der Elke, dann hat die hat ja bei ihren Eltern gewohnt im Haus. Und dann kam dann die Mutter hoch, die wollte mich natürlich mal kennenlernen. Und dann kommt dann kommt die rein und sagt zu mir, Dach, ich bin die Rene. Ach, und ich war so nervös, ey. Da habe ich doch ein Sektglas von der Oma kaputt gemacht, wir hatten ein Gläschen Sekt getrunken und habe ich dann aus Versehen hinfallen lassen. Ja, und morgens, das war kalt. Da habe ich dann immer so da gesessen in der Küche bei der, die hatte eine kleine gelbe Küche, das weiß ich noch, und hatte dann immer so eine Decke um mich rum. Und da fand die Elke immer total süß. Ach Leute. Ah, ist das schön. Und jetzt sind wir schon so lange zusammen und es ist immer noch genauso schön wie am ersten Tag. Tja, ich hoffe, bei euch ist das auch so. Könnt ihr das auch so nachverfolgen? Wie sagt man dazu? Ach, weiß ich jetzt nicht. Ist auch egal. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass ich die Elke kennengelernt habe. Das wollte ich nur noch mal sagen. Okay. Es tut mir echt leid, dass die Elke noch nicht da ist. Aber wenn ich jetzt warte, bis die Elke kommt, weil die steht im Stau auf der Autobahn, dann setzen wir das Video wahrscheinlich erst um 8 Uhr rein. Aber morgen machen wir wieder eins. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und sage mal bis morgen. Tschüss!